Buenos dias, Signores y Signores, y bienvenidos a Don Carlos de Federico Schida. Ja, wir tummeln uns heute in Spanien und mit dabei sind... Das Persönliche ist Politik. Oranje! Mit dabei sind Philipp II., der nur König von Spanien ist. Papa Karl V. war Kaiser und vielleicht hat Philipp deswegen so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex und seinem Sohn Carlos die Braut weggeschnappt. Das ist sie, Elisabeth von Valois, hat jetzt ein Töchterchen mit dem König, ist seine zweite Frau, steht aber ihrem Stiefsohn Carlos nicht völlig gleichgültig gegenüber. Der ist so ein bisschen emo, nah am Wasser gebaut, aber es gibt ja Frauen, die darauf stehen. Zum Beispiel eine Hofdame der Königin, die Prinzessin von Eboli, eine der Aufpasserinnen der Königin. Dann gibt es den Marquis von Posa. Der ist kein Posa, sondern ein Malteser. Also nicht Falke und nicht Schnapp, sondern Ritter. Und ein Freund, ja, ein echter Freund von Don Carlos. Weil Schiller leider Deutsch dichtet und nicht Spanisch, heißt er Roderich statt Rodrigo. Dann gibt es den diabolischen Herzog von Alba, die rechte Hand des Königs, die diesem ab und zu mal ausrutscht. Und den Beichtvater des Königs, Domingo. Wir denken immer, der sei der Teufel in Priestergestalt, bis gegen Ende des Stückes der Großinquisitor auftaucht. Und wir merken, dass der Domingo nur der kleine Azubi dieses Satans war. Und von den vielen anderen Adligen gibt es hauptsächlich hier den Grafen Lerma, den Chef der Leibwache, der wichtig ist. Wir befinden uns Ende des 16. Jahrhunderts in Spanien und der König hat ein Problem. Oranje! Ja, die Seuche der Reformation, die in den Niederlanden wütet. Im Gegensatz zur Prinzessin Eboli ist diese Seuche offensichtlich ansteckend. Jedenfalls will der König eine Strafexpedition geleitet von Herzog Alba dahin schicken, damit die Leute sich nicht plötzlich mal fragen, warum sie eigentlich einen spanischen König haben. Die Sommerferien in der Sommerresidenz des Königs in Aranjuez sind zu Ende. Vielleicht zieht Don Carlos deswegen immer so einen Flunsch. Jedenfalls hat er ständig schlechte Laune, bis eines Tages, mein Carlos! Und er so, Roderich, was machst denn du hier? Und der so, ja, du musst die Niederlande retten. Und der so, ich kann nicht, ich bin verliebt in die Königin. So, weiß die das? Wie denn? Ich kann doch nie mit der sprechen. Und der so, da gehe ich jetzt hin. Und macht sich in der Tat sofort auf zur Königin, die immer von ihren Hofdamen wie von einer Rotte Aufpasserhunde umgeben ist. Und der kommt so und sagt, Madame, ich habe Briefe aus der Heimat. Und die so, oh, das ist aber sehr freundlich. Und der so, und außerdem habe ich da noch diesen Freund. Und die checkt sofort und sagt, so, Sie gehen jetzt mal Blumen pflücken und Sie holen mir meine Tochter. Und die Hofdamen sind weg. Und der Poser verkrümelt sich auch ganz schnell. Und schon ist die Königin, hat sie ein Date mit Don Carlos. Und der fällt auf die Knie und sagt, Elisabeth, ich liebe dich. Und sie so, reiß dich zusammen, das mache ich ja auch. Rette lieber die Niederlande. Und der kann nur noch okay sagen. Da kommt auch schon der König und der muss ganz schnell wegrennen. Und der König trifft die Königin, natürlich ist immer seine Entourage auch dabei, und sagt, wieso sind Sie ganz allein? Und sie so, ja, ich habe nur gerade diese Hofdame, wird sofort für 10 Jahre verbannt. Und die so, meine Güte, wo ist denn eigentlich der Don Carlos? Der kann mich ja auch nicht leiden. So, wir fahren jetzt nach Madrid und morgen verbrennen wir ein paar Ketzer und machen ein hübsches Freudenfeuerchen. Sind sie weg und die Königin mit ihren Hofdamen ist auch weg. Wer übrig bleibt, sind Don Carlos und Posa. Und der so, yes, ich rette die Niederlande. Oranje! Ja, 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 bis du König bist und dann wird alles anders. Und der so, da könntest du recht haben. Und der so, aber nicht mit mir, ich bin dein Freund. Wirklich? Ja. Dann sag du zu mir, bitte. Und sie fallen sich in die Arme und sind Freunde und unzertrennlich. In Madrid sucht Carlos sofort seinen Vater auf, der natürlich immer von dem Schatten Alba begleitet wird. Deswegen kommt Carlos rein und sagt als erstes, so, und der Alba jetzt raus. Und dann geht der Alba raus und der König ist schon mal so ein bisschen angepisst und sagt, Papa, ich weiß, dass du mich nicht leiden kannst, aber bitte lass uns wieder vertragen. Und er so, hör auf zu heulen und geh lieber Krieg spielen. Und er sagt, ja, das will ich ja. Deswegen schicken Sie mich doch bitte statt dem Alba in die Niederlande. Oranje! Was? Nein, auf keinen Fall. Dann hast du ja eine Armee und machst noch Revolution oder wie? Nix da, du bleibst schön hier. Und Carlos ist enttäuscht und geht ab. Und in einem Flur des Palastes wird er von einem Boten eingeholt. Hier, ich bin Page der Königin. Hier ist ein Briefchen von einer gewissen Dame und ein Schlüssel. Und die sollen sie jetzt mal besuchen. Und die so, was? Nee, ne? Und die so, doch, zwinker, zwinker. Da steht plötzlich Alba hinter ihm und sagt, ich werde ja jetzt in die Niederlande geschickt. Und die so, super. Und fängt an, mit ihm zu streiten, weil die sich natürlich überhaupt nicht leiden können. Es werden Degen gezogen und sie fangen an zu fechten. Und tschak, tschak, tschak. Plötzlich steht die Königin in der Tür und sagt, Carlos, aus! Und wie von der Tarantel gestochen, schmeißt er seinen Degen weg, fällt dem Alba in die Arme und sagt, das war doch alles nur Spaß, komm, wir vertragen uns wieder. Und der Alba so, hör doch mal auf, das ist ja widerlich. Und wundert sich nur noch und dann hat er eine Unterredung mit der Königin.
Carlos hingegen ist ja auf dem Weg zu einem Rendezvous. Und wir sehen erstmal in einem Zimmer, wie sich die Prinzessin von Eboli für Herrenbesuch zurechtlegt. Da stürzt der Carlos rein und sagt, ich muss irgendwie in der falschen Tür sein. Und sie so, Carlos, ich soll an so eine ekelige alte Hofschranze verheiratet werden. Dabei bin ich so tugendhaft, also bis auf den König, diesen Brief von ihm, und wedelt mit seinem Brief, den nimmt der Carlos in die Hand, hört aber der Eboli weiter zu und sagt, und ich bin so verliebt. Und er so, ja, ich auch. Und sie so, ja, und stürzt sich ihm in die Arme. Und er so, Moment, aber nicht in sie. Und sie so, was? Das ist so peinlich, geben Sie mir sofort den Brief vom König wieder. Und er so, nö, den behalte ich. Und sie ist total niedergeschlagen von dieser Niederlage. Sie checkt aber, dass er in die Königin verliebt ist, klaut der Königin Briefe von Carlos und schwärzt die beiden beim König an. Daraufhin trifft sich Carlos mit seinem Freund Posa in einem Kloster und sagt, hier, ich habe einen Brief, in dem der König der Eboli seine Liebe gesteht. Den zeige ich jetzt der Königin, dann wird sie nur noch mich lieben. Zeig mal. Und er gibt den dem Posa und der macht Ritsch-Ratsch, zerreißt den Brief. Und er so, spinnst du? Und er so, oder spinnst du? Willst du die Königin, die du liebst, erpressen und ins Unglück stürzen? Und er so, du hast so recht, und fängt wieder ein bisschen an zu weinen. Und er so, denk an die Niederlande. Oranje! Ja, ist ja gut. Philipp fragt sich in der Zwischenzeit, ob seine Frau ihn tatsächlich betrogen hat, und blättert so durch sein Adressbuch und sagt, es muss doch irgendeinen ehrlichen, unparteiischen Menschen geben, den ich mit dieser Ermittlung beauftragen kann. Er sagt, hier, Posa, Marquis von, verdienter Mann. Und den lässt er sofort holen. Er kommt rein und sagt, hier, Untertan, wünsch dir was. Und er so, kann ich gehen? Und er so, nee, was anderes. Ja, ich will nix. Wieso? Ich kann kein Fürstendiener sein. Also verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, ich bin jetzt kein Demokrat oder sonst irgendein Terrorist, sondern ich bin nur ein Fan von Meinungsfreiheit. Hier, geben Sie Gedankenfreiheit. Und er sagt, das ist jetzt wieder ein Wunsch zu viel, aber sehr interessant. Du findest jetzt mal raus, ob meine Frau was mit Carlos am Laufen hat. Okay. Passt ihm natürlich gut. Und Posa darf jetzt allein mit der Königin sprechen. Das nutzt er natürlich sofort aus. Geht zur Königin und sagt, hier, wir sind alle in Gefahr, aber den Carlos, den bringen wir jetzt in die Niederlande. Oranje! Ja, super, bin ich dabei. An den ist aber gerade der Graf Lerma herangetreten und sagt, so, der Domingo und der Alba sind abserviert und Posa ist jetzt Sonderermittler des Königs. Und er so, wie, das hat er mich gar nicht erzählt, das ist doch mein Freund. Dazu kommt aber gleich natürlich der Posa und sagt, so, und er so, ich habe ein Date für dich mit der Königin ausgemacht. Und er so, das ist ja super, und was wollte der König? Och nix, gib mir mal deine Brieftasche. Und er so, ja, aber da ist ein Brief von der Königin dabei. Ja, macht nix, gib her. Und der traut ihm nicht mehr so richtig, weint, aber gibt ihm dann den Brief. König Philipp ist in der Zwischenzeit damit beschäftigt, seine Tochter auf Ähnlichkeit mit ihm selber zu untersuchen, sagt, du bist gar nicht von mir. Da kommt die Königin rein und sagt, Majestät, mir wurden Briefe gestohlen. Und der zeigt so auf seinen Nachttisch und sagt, diese Briefe hier. Und sie so, was? Woher haben Sie diese? Wie kommt es, dass Sie, gnädige Frau, Korrespondenz mit meinem Sohn Carlos haben? Also, ja, wir waren vielleicht mal verlobt. Können Sie sich daran noch erinnern? Ja, und was war in Aranjuez? Da haben Sie sich doch mit dem getroffen und mich angelogen. Weil ich mich nicht vor den ganzen Hofschranzen runterputzen lasse, Sohn. Jetzt reicht's mir. Komm, Infanta, wir gehen. Und als sie aus dem Zimmer gehen will, stolpert sie, schlägt sich dumm die Stirn an und blutet. Und der König so, oh nein. Aber da ist sie schon weg. Und das Gerücht ist im Palast rum, dass der König seine Frau fast umgebracht hätte. Kommt der Posa rein und sagt, Majestät, hier ist ein Brief von der Eboli an Carlos. Oh nein, dann hat sie das alles nur aus Rache gemacht, weil sie in ihn verliebt ist, oder? Tja, unterschreibt mal eben den Haftbefehl hier für ihn. Und der König ist so verstrahlt, dass er gar nicht nachfragt, warum, und das einfach macht. Der Carlos ist aber total verunsichert von dem komischen Verhalten seines sogenannten Freundes Posa und muss jetzt unbedingt zur Königin. Da kommt man natürlich nicht so leicht hin. Deswegen versucht er es nochmal über die Eboli und kniet vor ihr nieder und sagt, hier, das war nicht so nett von mir, wo Sie doch nur in mich verliebt sind, aber lassen Sie mich zur Königin. Da stürzt auch schon der Posa rein und sagt, Carlos, Sie sind verhaftet, und nimmt den Carlos mit. Dann bedroht er auch noch ein bisschen die Eboli, die ist daraufhin auch ganz verunsichert und eilt zur Königin und sagt, Majestät, ich habe Ihnen die Briefe geklaut und Sie beim König angeschwärzt, weil ich was mit ihm hatte, aber eigentlich in Carlos verliebt bin. Und die zeigt ihr total die kalte Schulter und trifft aber kurz darauf nochmal den Posa, und der sagt, Majestät, der Carlos muss noch heute Nacht weg aus Madrid, wir legen zusammen. Ich bezahle mit dem Leben und Sie legen noch ein bisschen Geld drauf. Okay. Und was Posa damit gemeint hat, erfahren wir wenig später, als der König einen Tobsuchtsanfall kriegt und Alba und Domingo ihre alten Ämter wieder haben. In der Zwischenzeit sitzt Don Carlos in seiner Zelle. Da kommt der Posa zu ihm und sagt, hier, tut mir leid, ich war ein bisschen komisch zu dir, aber du bist gerettet.
Da kommt auch schon der Herzog von Alba rein und sagt, Don Carlos, Sie sind frei. Und er so, da muss schon mein Vater kommen und mir das erzählen. Und er geht wieder ab und sagt, wie bitte? Er sagt, ja, es hat funktioniert. Ich habe einen fingierten Brief in die Niederlande geschrieben. Oranje, jetzt ist aber auch mal gut. Und darin gestanden, dass ich die Königin liebe und mit den Aufständischen in den Niederlanden konspiriere. Du spinnst ja wohl, das lass mir auf keinen Fall so stehen. Da, peng, fällt ein Schuss und kurz darauf Posa, denn der König hat ihn ermorden lassen, statt ihm ein Verfahren angedeihen zu lassen. Da kommt der König und sagt, so Carla, du bist frei. Und er so, was? Das war mein Freund. Sie Arsch, du Arsch. Der war unschuldig und hat sich für mich geopfert. Und draußen ist Rebellion. Deswegen wird dem König ganz schwummrig. Er wird ein bisschen ohnmächtig. Alba sorgt für Ordnung. Und als sie weg sind, kommt der Leibarzt der Königin und sagt, hier ist eine Verkleidung. Verkleiden Sie sich als Opa, und also Geist von Ihrem Opa. Und dann können Sie zur Königin. Und das macht der Carlos. Macht sich auf den Weg zur Königin. Und der König überlegt in der Zwischenzeit, wie er jetzt eigentlich weitermachen soll mit dieser Situation. Da kommt der Alba zu ihm und sagt, hier, wir haben die Information erhalten, dass Don Carlos in den Niederlanden fliehen will. Und jetzt ist er schon bei der Königin. Und der nur so, Großinquisitor. Und der Großinquisitor tritt auf. Und der König so, ich muss meinen Sohn loswerden. Und er sagt, kein Problem, der ist ein Ketzer. Und wir erleben die letzte Begegnung zwischen der Königin und Don Carlos. Und sie so, jetzt ist der Posa tot. Und er so, ja, aber ich werde seine Vision von einer konstitutionellen Monarchie mit Meinungsfreiheit umsetzen. Und der Alte kann sehen, wo er bleibt. Das hat der Alte dummerweise gehört. Und sagt so, tja, einen Augenblick. Sagt so, Kardinal, walten Sie Ihres Amtes. Und der Kardinal, also der Großinquisitor, tritt vor und kündigt an, dass es am nächsten Tag ein Freudenfeuerchen, eine Ketzerverbrennung geben wird. Zumindest den Don Carlos, womöglich auch die Königin. Und das, liebe Gemeinde, war Don Carlos von Friedrich Schiller. Oranje? Vielen Dank.